Hallo und herzlich willkommen, Leute, zurück zu Let's Play Spectre of Light, der Adventurecraft-Map. Ja, und ich habe ja schon das Finale angekündigt, aber dafür wurde ich hart geflamed. Ja, es kommt jetzt anscheinend noch gar nicht das Finale, sondern ganz viel anderer Shit. Und Garn hat gesagt, es werden noch 6 Parts plus und. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, wenn wir hier unsere 4... Hä? Zeitpunkte abgeben? Achso. Das sind einfach 4 Sequenzen. Ich dachte gerade, das würde reichen, wenn ich nur 2 nehme oder so. Jawohl, jetzt ist es offen. Ich bin echt gespannt, was geht jetzt ab? Das sieht auf jeden Fall awesome aus, oder? Oh. Genau, jetzt geht diese komische Barriere nämlich weg. Hoffe ich zumindest. Ja, komm, hau ab. Sehr episch gemacht, auf jeden Fall. Oder nicht? Doch, es geht bestimmt weg. Da hinten sehen wir auch schon das epische Schloss Hyrule. Da bin ich ja schon gespannt drauf. Also ich schätze mal, das wird noch so ein finaler Dungeon werden, deswegen hat er auch seine Plusparts angekündigt. Oh, und jetzt in einer coolen Animation geht das Ganze hier auf. Sehr geil. Das war cool. Ja, damit haben wir tatsächlich den Zugang. Also ist doch das Finale, oder? Was soll es denn sonst sein? Ich meine, finaler Dungeon ist ja auch Finale. Zum Beispiel finde ich bei Zelda Twilight Princess ist das Finale auch, wenn man nach Schloss Hyrule geht. Genauso wie hier. Also außerhalb kommt jetzt noch irgendwie der Mega Twist und das ist gerade die Hälfte von der Map vorbei. Dann ist natürlich nicht Finale, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Irgendwie habe ich hier nur voll wenig FPS gerade. Das ist aber schade, Mann. So, hier war noch der Schmied. Aber ich glaube, dass ich ihm nicht sein Zeug geben kann, ne? Ne, das habe ich leider nicht, ja. Aber dann müssen wir halt mit dem normalen Schwert weitermachen, mit dem Wüstenschwert. Wird schon passen, ne? Ich meine, einfach haben wir volle Herzen. Ist auch was. Ne, hier hinten müssen wir doch hin, oder? Ja. Okay, das letzte Gebiet, Leute. Stadt Hyrule, nein. Was ist die Musik? Ich höre nichts. Oh Mann, ey. Diese scheiß Kopfhörerkabel hier. So, jetzt. Kapitel 3, die Offenbarung. Oh yeah. Ich bin gespannt, was mir hier offenbart wird. Aber zuerst mal will ich ein bisschen mehr FPS haben hier. Komm. Das kann es ja nicht sein. Oh, das sieht krass aus. Okay, das Ganze ist auf jeden Fall nochmal ganz schön groß. Hätte ich gar nicht gedacht, dass hier nochmal so ein gigantisches Teil kommt. Wahrscheinlich hat es deswegen auch so wenig FPS. Also die Musik ist sehr leise bei mir. Aber ist dann wohl so. Also es gibt auf jeden Fall ein riesengroßes Gebiet. Und hier gibt es, wie gesagt, noch 5 Herzteile zu finden. Ne, 4. Und eins gibt es im Dungeon. So, und ich versuche jetzt erstmal die Herzteile zu finden. Ich habe die Position, glaube ich, noch einigermaßen im Kopf. Und dann gehen wir nach Schloss Hyrule in den finalen Dungeon. Bam! Und da gibt es erstmal einen Rubin. Auch gut. Wie gesagt, definitiv eine Bucht. So, hier müsste sogar ein Herzteil schon sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach du Scheiße, jetzt kommt schon diese Spinnreiter. Die sind natürlich krass. Vor allem, weil ich fast keine Herzen mehr habe, wie ihr seht. Der Dings hat mir gut eingeheizt. Der Schrein, in dem wir waren, ne? Habe ich gut Leben liegen lassen. Zack. Oh, ein Zombie. Ich habe auch noch eine Spinne gehört, aber die sehe ich aktuell nicht. Aber ich schätze, die wird sich gleich auch noch zeigen. Und da ist schon das erste Secret. Oh, diese Spinnreiter sind irgendwie assi. Mag ich nicht. Ah, ist schon wieder einer von denen.
Du kannst echt die Elite nur. Mach einen Schaden, die Typen, ey. Komm, haut ab. Hallo, abkratzen. Danke. So, da würde ich auch gerne ran. Also, klar, wir haben jetzt nicht 100%. Man kann auch viel, viel mehr machen. Ich meine, es gibt auch die Masken mit den ganzen Rubinen und so. Also, man kann hier wirklich noch einige Stunden mit verbringen mit der Map. Ach, man hätte es auch da holen können. Okay. Also, das ist schon sehr cool, was hier geboten wird. Und ja, das ist das Herzteil. Geil. Oh, das war sogar... Ah, sehr praktisch. Das war sogar eins, was uns ein neues Herz gibt. Und das ist natürlich awesome. Da fehlen uns jetzt genau noch 4 Herzteile. Genau. Noch 4 Herzteile und da muss es irgendwo noch einen Herzcontainer geben. Da habe ich halt keinen Plan, wo der ist. Aber den finden wir bestimmt auch noch. Oder wahrscheinlich gibt es den in den Dungeon einfach. So. Also, ich finde, das Ganze sieht auf jeden Fall echt geil aus, ne? Hier diese Bucht. Übelst cool gebaut, mit dem Schloss da hinten. Also, es ist schon sehr, sehr episch gemacht, muss man einfach mal sagen. Ja, da kann Ganon echt immer wieder überzeugen mit seinen Bauten. Das ist echt übelst sick. deswegen ist es ja auch ein schöner, voller View, also voller Chunk-View genießen, damit wir auch wirklich alles sehen. Wovon, wie riesig das nochmal ist hier, ne? Das hätte ich nicht gedacht, dass hier nochmal so ein riesengroßes Gebiet kommt am Ende. Das ist ja echt brutal. Oh, was ist das denn da noch? Das ist irgend so ein Damm, glaube ich. Ah, da ist auch nochmal was. Ich bleib jetzt aber erstmal oben. Oh, ich habe nicht mehr so viele Bomben, ich hätte nochmal zum Tingle gehen sollen. Wobei, es muss ja hier eigentlich auch noch so einen Tingle-Stand irgendwo geben. Weil für Schloss Hyrule, oder für die Königsbucht, gab es nämlich nochmal eine eigene Tingle-Bucht. Und da sollten wir eigentlich auch noch was entsprechendes finden. Also da könnten wir halt nochmal zu Tingle gehen. So, jetzt sollte ich schauen, dass ich zumindest noch eine Bombe habe, die ich dann für die Tingle aufbewahren kann. Auch wenn man natürlich nicht weiß, wo der ist. Boah, also hier gibt es auf jeden Fall einige Rubine nochmal. Krass. So, und hier ist danach das Ende von dem Gebiet erreicht. Da drüben ist danach der Umfang der Map vorbei. Das ist schon krass groß, oder? Holy crap. Und die Textur gab es, glaube ich, auch in Links Erwachen, oder? Kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Ja, ja, da hinten geht's einen großen Fluss weiter. Kann man da noch irgendwas sehen? Nee, da kommt einfach das Meer, wie es aussieht. Ach, Leute, das ist doch echt cool hier, oder? Mann, Mann, Mann. Vor allem, ah, das sind, ich wollte gerade sagen, nicht Ludia wegen Schneebergen, aber da wird's halt einfach schneeig, denke ich, weil, weil zu hoch ist, ja. Und dann oben kommt natürlich Schnee in den Bergen, ist klar. So, jetzt würde ich aber ganz gerne. Ich glaube, da ist auch nichts Besonderes in der kleinen Höhle. Ein paar Rubine schätze ich, aber auf die scheiße ich jetzt einfach mal. Denn ich weiß, glaube ich, jetzt auch, um die restlichen Herzteile zu finden sein sollten. Also hier ist, denke ich, keins. Aber, ach, hier ist der Tingle wahrscheinlich, oder? Nee, was ist das denn? Look behind you. Was zum Teufel? What the fucking hell? Das sind alles Creeper. Was zum Teufel? Ah! Ist der verrückt? Aber wie viele Rubine? Junge, die droppen ja richtig viel. Aha, geil. Alter, wie viel Geld geben die bitte? Gib mir Rubine, Mann. Komm. Alter. Boah, ich habe ja fast 1000 Rubine bekommen, glaube ich, oder? Ich glaube, also 700 oder so locker. Junge. Creeper sind ja richtig viel wert hier. Also. Das denkst du dir so, was ist das? Was geht hier ab? Jetzt kommt da schon mit Creeper an, aber. Auf der anderen Seite kriegst du endlich viele Rubine, also. War jetzt auch nicht schlecht. Was ist das hier? Okay, ein kleines Schiffshäuschen. Aber alles sehr leer, wie es aussieht. Also keine Leute, die hier irgendwie noch Bock haben, rumzulaufen. Kann natürlich auch, ja, wir wissen ja nicht. Also hier ist ja diese Barriere gewesen, deswegen kam hier, schätze ich mal, keiner hin.
Und ja, wenn natürlich keiner hinkommt, dann ist auch keiner da. Macht ja Sinn, ne? Wir werden sehen. Ich mache mir echt zu viel Stress hier. Ja, da ist auf jeden Fall nochmal eins. Oh, das könnte sein, dass sogar das war. Ah, ich glaube, es war sogar das. Ja, es war das. Okay, aber erstmal, wo geht's hier hin? Zu Tingel? Man, der muss irgendwo sein, der Typ. Nee, Rubinfragment. Hat ein paar Lappen. Weißt du, gestörte Kinder sind das nämlich. Und du erst recht, Alter. Du hast einen richtigen Schaden, deswegen gehst du bitte darauf. Was ist hier? Wachturm, ja, ja. Das ist sehr cool. Vielleicht haben wir da eine coole Aussicht fürs Thumbnail. Bestimmt, oder? Ah, ganz schön hoch das ganze Ding auf jeden Fall. Und ihr habt das Herz da vielleicht auch gerade schon gesehen. Das ist da auf dem Dings drauf. Boah, das sieht übelst geil aus. Also wie gesagt, das hier finde ich am geilsten. Aber ich mag auch das hier mit den Bergen so ein bisschen. Sieht echt hübsch aus. Wow, also einfach epic. Weil dann hätte ich nämlich keine vollen Herzen. So, hier waren wir tatsächlich vorhin nämlich auch schon, aber ich habe das Herz nicht gesehen. Geil! Damit haben wir das auch. Okay, dann würde ich sagen, mache ich kurz einen Cut und dann sehen wir uns bei dem letzten Herzteil wieder. Denn das Gebiet haben wir jetzt auch soweit gesehen. Okay, Leute, ich bin jetzt ganz am hinteren Ende der Bucht. Ihr seht schon, da hinten ist das Schloss relativ klein noch zu sehen. Und das ist diese Höhle hier. Ich habe gerade auch mal nachgeschaut. War doch irgendwie nichts mit Eis. Hä? Ich dachte, also ich habe irgendwie gedacht in meiner Erinnerung, dass irgendwas mit einem Eisgebiet war. Also mit irgendeinem Eisberg, wo man drauf kann, aber anscheinend nicht. Aber das hier, da gibt es auf jeden Fall noch eins. Ich finde es aber irgendwie witzig, dass die Musik jetzt weggeht in der Höhle. Wo eigentlich nichts mehr groß zu laden ist, aber draußen bleibt die Musik permanent da und wo da die großen Bauten zu laden sind. Das ist auf jeden Fall wieder sehr logisch von AdventureCraft. So kennt man es ja. So. Auf jeden Fall gibt es hier das vorletzte Herz. Ne, vorvorletzte. Wie komme ich denn da hin? Bombentrick oder was? Nee. Wahrscheinlich. Ah, nein, nein, nein. Wir müssen hier. Ah, das ist cool. Ist so ein bisschen wie ein Zelda Adventure mit diesen unsichtbaren Blöcken. Oh, ich mag das. Oh, au, da vorne ist da so ein Bogenspinner, der uns hier einfach runterballern kann. Aber nein, das mache ich nämlich genau mit ihm. Und dann ist er abgekratzt. Sehr schön. Okay. Ah, das hatten wir, glaube ich, aber auch schon in dem zweiten Dungeon, ne? In dem Wald. Da gab es es auch mit diesem. Prinzip. Wie gesagt, ich find's cool. Warum könnt ihr mich eigentlich immer treffen, diese Spasten, wenn ich die einmal geschlagen habe? Ich finde, das macht gar keinen Sinn. Ich find's einfach voll unfair. Man, why the hell können die das? Die kriegen immer einen Free Hit. Immer wenn ich die einmal schlage, obwohl ich mein Schild da draußen habe, dann können die mich instant treffen. Das ist echt unfair. Genauso wie unfair, dass die Musik weg ist, aber dafür gibt's ja als Entschädigung ein Herzteil. Wow, hä? Achso, ich war gerade dumm. Ich dachte, ich hätte mein Dings draußen gehabt. Hatte ich aber nicht. Also mein Dekoplatz. Gut, aber da haben wir jetzt auch dieses Herzteil. Das heißt, wir können jetzt zum Schloss gehen. Beziehungsweise dich erstmal töten. Und ich schaue erstmal, ob ich vielleicht das letzte Herzteil noch kriege, was es hier in dem Gebiet gibt. Weil das ist irgendwo beim Schloss, aber wo genau weiß ich halt nicht. Ja, also bis gleich. Okay, guys, es ist soweit. Ich bin bei Schloss Hyrule. Das letzte Herzteil da auf dem Bild ist einfach nur Schloss Hyrule zu sehen. Also keine Ahnung, ob das jetzt heißt, dass es da drin ist oder was mir das genau sagen soll. Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Wahrscheinlich der letzte Dungeon, oder? Also ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt. Was geht ab? Königliche Bucht. Ja, das war gerade. Das ist auf jeden Fall noch keiner hier. Wo sind sie denn alle hin?
so Angst bekommen, oder? Als wo Link da ist. Ja, ja. Oh, nice. Die Musik ist so geil. Das ist aus Twilight Princess, die Castle-Musik. Oh, Mann. Ah, ich liebe die Musik. Das ist so geil. Übelst geil. Oh, das gibt mir so Flashbacks aus TP. Ah, das habe ich auch schon so lange nicht mehr gespielt. Ich müsste es echt nochmal spielen. Das Spiel ist einfach geil. So. Aber ist das jetzt gar kein Dungeon hier, oder was? Also vielleicht gibt es hier echt das letzte Herzteil. Oh, vor allem habe ich, kann ich keine Rubine mehr tragen, ne? Wir haben jetzt zu viele Rubine. Also es gibt noch einige Rubinfragmente. Aber das kann uns eigentlich egal sein, weil ich möchte vor allem Herzteile haben. Die können sie mir geben, ja? Her mit den Herzteilen, Freunde. Mehr brauche ich nicht. So. Beziehungsweise ein einziges gibt es ja noch. Hier im Schloss irgendwo. Also ich schätze mal, dass es das bedeuten soll. Und was geht hier alles ab? Turm 1. Festsaal. Das sieht mir aber nicht so ganz festlich aus hier. Holy crap. Voll, das sind Jäger, oder? Was machen die denn hier? Naja, komm her, Freundchen. Das gibt sicher auf die Stauze, Mann. Oh, der ist stärker als der Bogentyp, finde ich. Oh, komm, kratz ab. Ah. Wieso kratzt er nicht ab, Mann? Alter, 50.000 Leben. Egal, ich glaube, es ist erst das Beste, wenn wir hier weiterschauen. Aber vielleicht gibt es jetzt irgendwie einen kleinen Input oder so. Kein Plan, vielleicht auch nicht, aber. Da habe ich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Einfach erkunden. Okay, scheint so. Das mache ich gerne. Oh, komme ich da nicht hoch? Doch. Was soll ich sagen? Ja, okay. Wie soll ich mit meinen 6 Leben hier überleben? Wenn diese Typen machen irgendwie einen Schaden, der abnormal ist. Und vor allem dieser Zombie, den... Keine Ahnung. Also ich finde, gegen die Bogenschützen geht es einigermaßen, weil die keinen Direct Damage machen. Aber dieser Zombie da, der ist ja echt nicht... Nicht so witzig drauf. Boah, das ist so cool, ne? Was geht denn hier noch ab, Mann? So. Ich muss gestehen, von der Story, bin ich zumindest zuletzt auf dem Standpunkt, dass wir eigentlich nur wissen, dass hier der, dieser Dämonentyp kam und hier im Schloss ja Humbug gemacht hat. Von daher wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was jetzt hier abgeht. Ne? Also außer halt, dass wir den Typen aufhalten wollen. Aber mehr wissen wir, glaube ich, nicht. Das ist halt auch schon ziemlich lange her, dass wir das gespielt haben. Von daher weiß ich das auch nicht mehr so genau. Aber ich glaube, mehr ist nicht passiert damals. Deswegen frage ich mich, wo die ganzen Leute hier alle hin sind. Die hier das Schloss befallen haben. Gut, im Keller waren 2 Jägers, die, also nicht 2, ich glaube 3, 4, die den Boden mit mir weggewischt haben. Mensch, Freunde, habt ihr keine Herzen für mich hier? Herzen brauche ich. Herzen, keine Rubine. Oh, komm, die Musik macht zum Ende natürlich nochmal einen richtig nice Job. Also, ich find's irgendwie komisch, dass vorhin in der Bucht, wo es 1000 Sachen laden musste, da spielt die Musik dauerhaft. Und jetzt, wo es irgendwie einfach nur das Schloss laden muss. Klar, jetzt wenn ich hier wegschaue, muss es mehr laden, aber ich schaue ja nicht so oft weg. Da klappt es nicht mehr, aber ja, seems legit. Das ist echt die Adventurecraft-Logik. Muss man nicht verstehen. Ich meine, wir haben ja auch unten den Weg, den können wir auch nochmal auschecken. Okay, hier ist leider gar nichts. Also unten, wo wir mit dem Schiff reinfahren konnten, ne? Meine, vielleicht ist da auch das Herzteil, vielleicht geht es aber auch weiter. Also ich weiß es echt nicht. Oh Mann, ich will nicht da runter mit diesen Gigern, die sind zu krass drauf. Aber wie gesagt, die haben gerade eben echt schon extrem den Boden weggewischt. Vor allem ist der Zombie da.
Keine Ahnung, wie ich die besiegen soll. Ich hab doch einfach Schiss. Mann, gib mir Herzen, ihr scheiß Krüge. Ja, komm. Ja, nice, genau. Wenn ich wirklich gegen diese Siegerspinner daher kämpfen und irgendwie siegen soll, brauche ich Herzen. Ja, genau, genau. Jetzt verstanden. Ja, 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 jetzt. Man muss sich nur beschweren, Leute, dann klappt's auch. Ja, das sieht schon besser aus. Gerade hatte ich nämlich echt wenig Herzen. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall schaffen. Wie gesagt, ich habe jetzt halt nicht das schöne Schwert, also das bessere Schwert, das beste Schwert. Aber dafür haben wir halt sehr viele Herzen. Ich denke, das ist dann trotzdem der Ausgleich. Und das sollte dann gut machbar sein. Hoffe ich. Was ist hier? Oh, ich habe gedacht, wer hat es da vielleicht? Ah ja, das sieht auch cool aus. Seit Master Kade es gemacht hat, dass er die Fackeln animiert hat, macht das irgendwie jeder. Ich finde das witzig. Aber es ist cool. Es ist wirklich cool. Es sieht natürlich um einiges geiler aus. War das schon alles hier? Nee, oder? Nee, ich bin nur blind. Ich hätte schon fast die Hälfte übersehen hier. Typisch. Oh, es gibt gerade richtig viele Herzen für mich. Das ist gut. Das ist gut. Ich brauche die. Aber ist das hier finale Dungeon? Kann doch gar nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Weil so groß sieht er nämlich nicht aus. Also außer es geht jetzt unten noch Ende ab. Aber ansonsten haben wir schon fast alles gesehen hier. So, führt das woanders hin oder zum gleichen Raum? Nee, das ist woanders, okay. Machen wir auch noch mal einige bekommen, das ist auch nice, weil ich hatte fast keine mehr. So, ja, ja, Festsaal, ja, der ist, krass. Zimmer der Soldaten von Hyrule, da gehen wir erstmal dahin. Kommt bestimmt auch Gegner, oder? Nicht? Doch. Safe. Mann, ey. Herzen, Freunde, gebt mir Herzen. Bomben habe ich jetzt schon genug. Boah, es gibt nur Bomben. Ich brauche Herzen. Oh. Ah, ich will das Herzteil haben. Also, ich habe echt keine Ahnung, wo das ist, ne? Auf der Abbildung sieht man es auch nicht. Da gab es nur den Hinweis, dass es hier irgendwo ist. Vielleicht ist es ja im Festsaal. Aber eigentlich muss jetzt langsam mal was passieren. Also, ich meine, das ist der letzte Raum. Alter, wie viele sind das bitte, Mann? Ja, wie soll man die denn besiegen? Hallo, Ganon, bist du behindert? Jetzt habe ich auch keine Herzen mehr. Also, what the fucking hell? Ach so, es geht auch Türen zu. Na klar. Ist ja richtig fair. Ja. Ja, ich hab eine Taktik, also WTF, ey. Oh Mann, geh doch hoch, Mann. Link, du behinderter Vollidiot, ey. Meine Güte. Bleib doch da oben kleben, du Spast. Dann geht er da runter. Also ich muss es so machen, weil anders, ja. Seht ihr ja, was hier abgeht. Aber die Skelette bringen sie schon mal selbst um. Das ist ganz nice. Weil die Zombies kann ich von der Leiter aus gut killen. Das Problem ist nämlich, von der Leiter aus können mich die Typen treffen. Das meine ich. Das ist aber da ist down. Jetzt kommen die Zombies. Aber die Skelette sind down. Und die Zombies kann man von hier echt gechillt töten. Ja, ja, komm her, du Vollidiot, Alter. Ich box dich weg. Wie viele Leben der hat, ne? Es ist so lächerlich. Komm her jetzt da, Spaten. Hallo? Bist du dumm? Ja, er ist dumm. Ja, Mann. Abgekratzt. Nächster. Holy, also wenn es der Endkampf ja auch so in dem Kaliber wird, dann ja, haben wir auf jeden Fall gar keine Chance. Was irgendwie unfair ist, weil ich meine, WTF, was soll ich noch machen, außer alle Herzteile sammeln? Alter, wo ist denn der jetzt? Hä?
Boah, ey, diese Typen machen mich echt fertig. Hä? Ist der dumm? Ich kill dich jetzt, Alter. Oh. Meine Fresse, ey. Was ist denn das hier? Vollkommen gestört. Oh, ich sehe gerade, der Part ist aber locker vorbei. Deswegen würde ich sagen, was ist das für den Part? Diesen krassen Kampf hier am Ende. Ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet hier bei Spectre of Light. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dann, haut rein.